Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich glaube, das jetzt vorliegende Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein sehr guter und ausgewogener Kompromiss, eine ausgewogene Lösung zwischen Öffnung hin zu mehr Einwanderung, die wir brauchen, und gleichzeitig dem Ziel, diese Einwanderung klug und bedarfsorientiert zu steuern. Und deswegen ist das heute ein guter Tag, wenn wir dieses Gesetz beschließen. Und diese Debatte, die ich sage das mal, auch für durchaus erfreulich sachlich halte und empfinde mit ihren kontroversen Einwürfen, zeigt ja, dass es auch gar nicht so einfach ist, dieses Thema anzugehen, weil wir wissen am Ende gar nicht ganz genau, wie der ein oder andere Tatbestand funktionieren wird. Wir haben erlebt, das hat der Kollege Vogel eben gesagt, dass die Blue Card, die wir schon seit 2012 haben, für die hochqualifizierte Einwanderung sehr gut funktioniert und sehr gut greift. Da will ich auch mal sagen, wir haben in den letzten 6 Jahren über 100.000 Zuwanderer über die Blue Card gehabt in Deutschland, und wir in Deutschland stellen damit 85% aller in der EU erteilten Blue Cards. Also ist es auch nicht so, dass wir heute den, ich sag mal, absoluten Quantensprung machen, sondern wir haben bisher auch schon Einwanderungstatbestände in unserem Aufenthaltsgesetz oder etwa über europäische Regelungen über die Blue Card. Also es ist etwa nicht so, dass wir nicht bisher schon Tatbestände für qualifizierte Einwanderung gehabt hätten und diese Einwanderung gar nicht möglich gewesen wäre. Jetzt, und viele kritisieren, das sei ein unzureichender Schritt. Ich glaube, dass wir jetzt ganz erhebliche Schritte tun und ganz erhebliche Veränderungen in unserer Zuwanderungspolitik hier in die Wege leiten. Wir machen beim Thema Fachkräfte, nehmen wir jetzt die Mangelberufsliste, die es bisher gab, völlig weg. Es wird in Zukunft keine Vorrangprüfung mehr geben. Wir können die nach Bedarf wieder einsteuern, aber die fällt weg. Es wird demnächst die Möglichkeit geben, das gab es bisher überhaupt nicht, der 6-monatigen Arbeitsplatzsuche in Deutschland. Das heißt, ich habe noch gar kein festes Arbeitsplatzangebot. Ich kann mir diesen Arbeitsplatz in Deutschland suchen. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt genauso die Möglichkeit, wenn meine Qualifikation noch nicht voll anerkannt wird, dass ich nach Deutschland kommen kann und mich nachqualifizieren kann. Auch dieser Weg, den gestalten wir neu. Ich glaube, das sind ganz erhebliche Änderungen. Und alle die kritisieren, die Hürden seien zu hoch, den will ich mal an 2 Beispielen nennen, wie praktikabel es jetzt ausgestaltet ist. Bei den IT-Spezialisten zum Beispiel legen wir nicht Wert auf einen formalen Abschluss. Wir legen auch nicht Wert auf den Nachweis langer Berufserfahrung im einschlägigen Bereich. Da sagen wir, 3 Jahre genügen uns. Was wir allerdings dann, und das ist sehr pragmatisch handhabbar, verlangen, ist ein vernünftiges, wettbewerbsfähiges Salär, das dabei dann auch in Rede steht. Das ist der Indikator dafür, dass es sich um qualifizierte Leute in diesem Bereich handelt. Und das war gerade ein Wunsch aus dem Mittelstand und aus dem Start-up-Bereich, dass wir das so schlicht und so pragmatisch gestalten. 4.000 € müssen künftig nachgewiesen werden. Und dann ist Zuwanderung eben in diesem Bereich sehr leicht und unter einfachen Bedingungen möglich. Ich könnte auch noch auf die Ausbildungsplatzsuche eingehen. Da machen wir es jetzt so. Sie haben das kritisiert, Frau Polat, dass wir auf einen Hochschulabschluss Wert legen. Aber wir adressieren damit immerhin sämtliche Schüler in der ganzen Welt. Wir machen nicht mehr eine Liste nur für die deutschen Auslandsschulen. Wir machen nicht mehr eine Liste, die begrenzt ist auf die dann nachher bei uns zum Hochschulzugang berechtigt sind, sondern jeder, der ein Zertifikat erwirbt, was ihn in seinem Heimatland nach den dortigen Kriterien zum Hochschulzugang berechtigt, und diese Kriterien unterscheiden sich mitunter von unseren, der kann in Zukunft kommen, wenn er die weiteren Kriterien erfüllt. Das ist eine ganz große Öffnung, denn es handelt sich ja hierbei nicht um Fachkräfte, sondern um Leute, die erstmal noch Fachkräfte werden wollen und die sich ausbilden lassen wollen. Also das sind denkbar große Erweiterungen. Und hier ist zu Recht betont worden, dass der entscheidende Schritt ist, dass wir jetzt auch im Verwaltungsverfahren, ich sage das mal wirklich, in die Hufe kommen. Und da krankt es an vielen Stellen. Es krankt an der schnellen Anerkennung der Bildungsabschlüsse in Deutschland. Da sind vor allen Dingen die Länder gefragt.
Es krankt bei den Ausländerbehörden, da sind die Länder gefragt, das jetzt vernünftig zu zentralisieren. Dieses Gesetz gibt ihnen die Möglichkeit dazu. Und dann hat der Kollege Vogel zu Recht das Auswärtige Amt erwähnt. Hier kommt es darauf an, dass wir in Zukunft eine zügige Visaerteilung bekommen. Dafür gibt dieses Gesetz die Möglichkeiten über das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Und dann würde es mich freuen, wenn in Zukunft dann alle Ämter an diesem Thema mitarbeiten, auch das Auswärtige Amt, das, Herr Kollege Vogel, und diesen kleinen Zusatz erlauben Sie mir bitte noch, wenn ich das recht entsinne, auch lange Zeit von den Freidemokraten geführt worden ist. Also wenn da manche Visazeiten heute sehr lang sind, mag das auch mit dieser Führung in damaligen Zeiten zusammenhängen. Herzlichen Dank.